Hallo Leute und ein herzliches Willkommen zurück zu einer neuen Folge Assassin's Creed Origins. Ja, hier oben ist jetzt ein Lager, denn in der heutigen Folge werden wir uns den Posten hier holen und das große Lager hier, diese Festung. Aber erstmal machen wir hier das Kleine. Wir probieren möglichst leise hier vorzugehen, würde ich vorschlagen. Der Dicke dort müsste auf jeden Fall erstmal weg, eigentlich. So, wir fliegen erstmal mit Zeno hier rüber. So. Okay, und im Zelt sind natürlich auch noch welche bestimmt. Ja. So, okay. Sind aber nicht so viele. Hier schießen sie zuerst und fragen dann. Das müssten wir schaffen. So. Ja, da hinten sind auch noch mal welche. Okay, wie gehen wir das Ding jetzt an? So. Ich freue mich ja sowieso hier bei Assassin's Creed auf den ersten DLC. Das soll ja wahrscheinlich sogar diesen Monat noch rauskommen. So, komm. Jawohl. Oh, wir werden entdeckt. Mist. Komm her. Zack. Ja, da bin ich. Komm her. Zack. Und einige haben mich auch gefragt in der vergangenen Folge, warum ich denn die Hauptstory nicht weitermache. Das liegt daran, weil die Hauptstory haben wir schon beendet im Let's Play. Könnt ihr euch gerne nochmal anschauen, aber wir machen nämlich jetzt nur bei den Folgen, die kommen, Nebenmissionen etc. Es sei denn, es kommt ein DLC raus. Natürlich dann der DLC. So, zack. Weg mit dir. Dieser Move sieht so gut aus. So. Dann machen wir mal hier eine Falle. So. Und hier gibt es noch einen Schatz. Ja, den nehmen wir natürlich mit. Ein Raubtierbogen. Okay, ja. Ist ganz nett. Okay. Wir haben den kleinen Posten hier abgeschlossen. Sehr schön. Gut, Leute. Und da würde ich sagen, machen wir jetzt hier zu dieser Festung hier oben hin. Die, denke ich mal, wird schon eine ordentliche Herausforderung vielleicht. Die ist schon etwas groß, wenn man sich die hier so anguckt. Ja, mal gucken. Werden wir ja gleich sehen. So, wir haben noch 16 Pfeile hier normal. Okay. So ein bisschen muss ich aber noch hier mit der Steuerung wieder klarkommen. Ich habe es, wie gesagt, lange nicht mehr gespielt, das Spiel. So, wir nehmen aber erstmal mein Lieblingsschwert hier. Das brennende, denn das ist schneller in der Hand. Oh, Mist, da hinten. Okay, da sind Wachen. Zwei Stück. Wir fliegen kurz mit Zeno hier rüber. Über das ganze Feld so ein bisschen. Okay. Das ist der Hauptmann, glaube ich, oder? Oh, was haben wir denn da? Ist gefangen. Das ist ein Leopard. Okay. Denn seinen Pelz mische ich sehr gerne. Den könnten wir, glaube ich, sogar noch gebrauchen für Upgrades. Okay, ja, hier sind schon, ja, viele Wachen. Ich hoffe, wir werden nicht so schnell entdeckt. Wenn wir entdeckt werden, ist es ja auch nicht so schlimm, finde ich hier. Ist eine große Festung, hier könnten wir uns, glaube ich, schnell wieder verstecken. So, den Typen dort hinten. Zack. Einer weniger. Sehr schön. So. Dann meucheln wir mal ein bisschen rum. Hier ist kleiner Meuchelmörder. Dann laufen auf jeden Fall ein paar Wachen. Wo? Wo? Kollege, komm her. Gut. Ich hoffe, da kommt ihr her. Mist, da kommt auch noch ein anderer. Was war das? Komm mit hier hinter, komm hier hinter, komm hier hinter. Komm schon. Ich will jetzt nicht unnötig hier entdeckt werden. Da hat nämlich dort hinten auch noch einen Freund, der kommt. Mist, was machen wir? Was machen wir? Oh, da. Da sieht sonst sein Freund. Komm her. Zack. Sehr schön. Gut. Dann kommt noch mal einer. Nein, das wollte ich nicht machen. So, komm her, komm schon. Sehr schön, Kopfschuss. So, und jetzt ist der dran. Schön leise wieder. Komm her, mein kleiner Freund. Zack.
Weg mit dir. Schlaf gut. Oh, hallo. Halt, könnt ihr mich mitnehmen? So. Wir kommen jetzt einfach mal hier mit. Wir steigen dann aus, wenn der anhält. Oh, was macht der? Wie fährt der? Oh mein Gott. Da verpiesel ich mich mal lieber. So. Hallo? Ist hier jemand? Hallo? Gut, komm. Pfeile nehmen wir immer mit. Hilf den Rebellen. Okay, den werden wir auch helfen. Schlaf gut. Alles ist gut. Alles ist gut. Da unten läuft ein Dickerer. Ja, die Basis wird schon gut bewacht. Ich möchte es aber vielleicht schaffen, ohne entdeckt zu werden. Wow. Nein, nein. Was sagt ich damit, ohne entdeckt zu werden? Oh Gott. Echt knapp hier jedes Mal gerade eben. So. Nein. Du hast mich nicht. Sehr gut. Wir haben ihn noch getroffen. Sehr gut. Gut, dann legen wir mal hier eine kleine Falle. Falls hier jemand den Alarm aktivieren möchte. So. Wie sieht es denn hier unten aus? Ist hier unten noch eine Wache irgendwo? Scheint nicht so. Okay, sehr gut. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Denn das ist ein dickerer. So, komm. Du musst auf jeden Fall erstmal weg. Denn die könnten gefährlich werden. Oh, oh. Ah, Mist, Mist, Mist. Die haben gute Augen. Ich merke schon. So, zack, weg mit dir. Verdammt, woher? Was? Oh, da hat uns einer irgendwie bemerkt. Was? Da oben? Mist, bleib stehen! Bleib stehen! Haha, ich bin schneller. Hallo, Booyakasha. So, ich bin keine Sau. Zack. Zack. Oh, jetzt kommen sie hier. Aber irgendwie haben die keine Chance so richtig gegen uns. So, zack. Wir helfen schnell den Rebellen hier, würde ich sagen. Zu schnell nach unten. So. Ihr seid in Sicherheit. Achtung, es brennt. Ich kann jetzt dafür, mein Schwert ist daran schuld. Da kommt einer. Ey, komm her, du Ratte. Jawohl. Na los, zeig's mir doch mal. Du stehst da im Feuer, Kollege. Zack. Wow, was ist mit der Kamera an sich hier gerade? Zack. Wow. Löwe, hilf uns. Aber nicht mich angreifen. So, wir gehen mal ganz kurz nochmal hier zur Ausrüstung. Haben wir vielleicht noch einen anderen Bogen dabei, der besser ist? Ich kann mich nicht daran erinnern, dass unser Bogen blau war. Okay, da ist ein bisschen besser. Wir zerlegen den aber mal. Leichte Bogen. Leichter Bogen war, glaube ich, nie schlecht. So. Der war, glaube ich, recht gut sogar. So, was haben wir eigentlich hier noch für Monturen? Wüstenkobra. Ja, so viele haben wir ja gar nicht. Ich muss ja sagen, ich habe mir vor kurzem mal überlegt, hier das Gladiator-Paket vielleicht zu holen. Daran habe ich nämlich so ein bisschen Interesse. So, wow. Ich mag so Gladiatoren-mäßig das Zeug. Mir gefallen nämlich Gladiatoren. Ich mochte auch diese Serie, die es gibt zu Spartacus. Ich weiß nicht, ob die einige kennen. So. Oh ja. Jawohl, das waren schöne Schüsse hier. Und wie groß ist denn der Dude hier? Komm her! Zack! Bam! Wow, also das ist ein Herausforderer, der Typ hier. Das muss man ihm schon mal lassen. Wow. Komm mit, Kollege. Zack. Ich glaube, das war's für ihn. Jawohl. Da ist er schlafen gegangen. So. Hallo, ist hier oben jemand?
Ich glaube, ich habe hier oben nämlich einen gehört. Ah, da kommt einer. Hallo. Zack. Sehr schön. Da hinten kommt die Verstärkung, sehe ich auch gerade. Hey, ich hab dich. Ich glaube, das sieht woanders aus. Ich hab dich wohl, Kollege. Bleib stehen. Ey, der rennt weg vor mir, der hat Angst. Was? Du sammelst deine Truppen? Okay. Och, Mann. Los, gebt euch doch mal ein bisschen mehr Mühe. Na los. Oh, seid ihr so schwach. Zack. Oh. Zack. Jawohl, da ist ein Deckerer. Sehr schön, weg mit euch. So. Wo ist denn dieser eine Reiter? Hier war doch gerade eben noch einer, der uns angegriffen hatte. Kollege! Zack! Boah, der Bogen ist cool, der leichte hier. Der gefällt mir. Der gefällt mir echt. So, zack. Der hat was. So. Was? Phylakes in der Nähe. Ich weiß gerade nicht, wie man das so richtig ausspricht. So. Hallo. Kollege, zack. Wollen wir testen mal das hier? Halt. Okay, jetzt schläft er ein, oder? Ja, jetzt schläft er. So. Gebemsi, komm her. Zack. Rein in den Guten. Aua, das hat wehgetan. Zack. Wow, wer bist du denn? Wer bist du denn? Der will's wissen, oder? Der will's wissen, Leute. Ey. Ja, zermalmt mich. Ich hab's gerade nicht richtig verstanden. Oh, Kollege, aua! Was wollt ihr jetzt von mir? Ich bin ein unschuldiger Mann. Boah, das ist dieser starke Typ. Was gerade eben noch da stand, dass der kommt. Na los, komm her. Ja, sehr schön. Komm schon, zeigt mir, was ihr drauf habt, Kollegen. Ja. Wir haben es doch fast. Sehr schön. Oh, das war der letzte kleine Pfeil. Jetzt haben wir nur noch den Bogen. Wow. Aua, lass es mal sein. Kollege, komm her, du Ratte. Zack, das war's für den. So, das war's echt für den. Tod bestätigen, das machen wir mal ganz fix hier. Sehr schön, wir haben den besiegt. Oh, eine schwere Keule haben wir bekommen, okay. Nein, du bringst mich nicht um, Kollege. Du bringst mich ganz und gar nicht um. Wow. Dein blöden Schild werde ich doch sprechen, Kollege. So, und jetzt du. Zack. Ich glaube, mein Level ist schon ein bisschen zu hoch für die Gegner hier. Zack. Aber ich muss echt sagen, ich freue mich auf die DLCs, die hier kommen. Okay, Schatzplündern. 0 von 4. Ach, hier haben wir doch schon einen. So. Jetzt müssen wir nur noch die anderen finden. Ich denke mal, die werden alle in Häusern so ein bisschen versteckt sein. Das könnte ich mir echt ganz gut vorstellen. So, dann gehen wir mal hier rein in das Haus. Wachen werden hier auch natürlich noch rumrennen, aber sind keine großen Herausforderungen, muss ich sagen. Vielleicht diese dickeren Gegner oder Gegnermassen, aber so die Gegner hier, was das angeht, sind nicht so stark. Aber das liegt auch daran, weil wir Level 37 sind und die im 20er Bereich sind. Daran liegt das hauptsächlich auch so mit. Aber ich muss sagen, das Maximallevel ist ja 40. Ich hoffe, das Maximallevel wird so ein bisschen angehoben jetzt bei dem DLC, wann der erste kommt. Sagen wir mal von 40 auf 45. Das wäre echt nicht verkehrt, muss ich sagen. Weil dann hätte man noch ein bisschen was, wie man sich leveln könnte und so. Noch ein paar Stufen mehr und so.
So, ein Schatz ist ja auf jeden Fall irgendwo noch. Ist er vielleicht hier? Schatz, 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 Schatz. Wo bist du? Weiches Leder. Ich glaube, Leder brauchen wir auch nicht mehr so. Oder? Ich schau gleich mal. Ich schau gleich mal. Hallo, Fährtlein. Oh, hier liegt noch was. Was? Wer ist denn da? Oh, das sind mehrere Reiter. Zack. Ich bin keine Sau, komm her. Da! Schön reingepiekst hier in das Pferd. Sah irgendwie gerade witzig aus. So. Nehmen wir das Schwert mal wieder. Waren wir hier drin schon? Die Häuser sehen irgendwie alle gleich aus. Das finde ich nicht so gut. Das finde ich gar nicht gut. So. Ich weiß gerade gar nicht, konnte man mit sehen oder sehen, wo Dings, wo die Kisten sind. Ich glaube nicht, die musste man schon selber suchen. So. Okay, Munition ist voll, sehr gut. Dann haben wir wenigstens genügend Pfeile. Das finde ich auch gut so. Denn der Bogen gefällt mir. Den leichten Bogen habe ich ja, glaube ich, damals im Let's Play von der Story gar nicht so benutzt, den leichten Bogen, weil ich den gar nicht so gemacht hatte. Aber wenn ich ihn jetzt so hier teste, so ein bisschen mehr, der ist echt eigentlich ganz cool. Ich weiß gar nicht, warum ich den nicht gespielt hatte. Tja, man muss auch mal Neues ausprobieren. Man sieht ja, ist auch ganz cool, der Bogen. So, wir gucken jetzt mal. Kann man das mit Zeno sehen? Was Besonderes, ne? Kann ich das sehen, wo hier... Weil hier war ja auch noch irgendwo ein Tier, fällt mir gerade ein. So. Was haben wir denn da? Hä? Kann ich das markieren? Ja, ich kann das markieren. Wandert. Ach, das ist da unten schon. Okay. Ja, wo soll denn hier die letzte Kiste sein? Wir gucken einfach gleich nochmal hier ein bisschen besser. Ich würde sagen, oben auch nochmal bei der Mauer. Da waren ja auch noch solche kleinen Hütten. Oder wie man das auch nennen soll. So, aber erstmal gucke ich nochmal hier beim Skillbaum. Verwesungsgift. Ja, brauche ich nicht unbedingt. Nahkampfbeute. Automatisch plündern. Das finde ich zum Beispiel ganz cool. Ja, das nehmen wir einfach mal. Und dann einmal noch Krieger, würde ich vorschlagen. So. Sehr schön. Dann haben wir uns noch ein bisschen hier geskillt. Dann heben wir automatisch das Zeug auf. Finde ich ganz praktisch. Weil manchmal, wenn man im Kampf ist, vergisst man manchmal dann nach dem Kampf manches Zeug mitzunehmen. Und so nimmt er das automatisch mit. Das ist schon wirklich nicht verkehrt. Hep. Hier hinten. Nein. Ah, das sieht halt auch wirklich überall hier gleich aus. So ein bisschen von den Häusern her. Nicht genau identisch, aber schon so ein bisschen. Sehen die Gebäude hier so ein bisschen gleich aus. Dup, 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 dup. Wir machen hier hoch. Zack. Ist ein großes Lager. Wir waren doch noch niemals in jeder Hütte hier drin. Ich glaube, ich war bis jetzt nur in diesen großen Hütten und so. Ich muss mich halt auch mal ein bisschen mehr hier umschauen. Wir könnten ja auch noch anderes Zeug finden, außer jetzt nur diesen letzten Schatz. Keine Ahnung, wir finden hier irgendwo noch was, was wir vergessen haben, was ein Gegner fallen gelassen hat. Ist ja auch möglich. Ist ja auch möglich. Was sind wir denn hier? Halt, da ist was. Plündern, plündern. Ja, sehr schön, ein paar kleine Münzen. Für die können wir uns ja auch noch ein paar Monturen kaufen oder diese Hacker-Truhen. Nicht Hacker, sondern Hacker. Hacker. Meine Güte, jetzt sage ich es nochmal falsch. Oh mein Gott. Das war jetzt irgendwie traurig gerade ein bisschen. Hacker-Truhen heißen die ja hier. So, ja, hier ist was. Plündern. Sehr schön.
Zählt das hier auch noch mit zu dem Lager? Wir machen da mal hin. Dann gibt's sowieso das Krokodil. Und hallo, wer bist du denn? Hallo, Kollege. Komm, das Messer hier will ich mal testen. Komm. Oh, das kann man sogar schnell werfen. Wow. Kollege, mach mal halblang. Der will eiskalt hier uns töten. Ich muss aber nochmal hier gucken, was haben wir denn noch für Waffen. Dieses Schwert, was wir uns gestern geholt haben, was ja von Final Fantasy 15 ist, gefällt mir nicht so gut. Streitkolben, ja, nett, das Zeug, ja. Reißzahn würde ich haben wieder mal. Das war ja... War das die Vorbestellerwaffe? Ich weiß es gar nicht genau. Ich weiß es gerade echt nicht genau. So, aber komm. Wir versohlen dir mal den allerwertesten. Zack. Und das war's für dich, Kollege. Da unten ist der Alligator. Den möchte ich mir eigentlich gerne holen, aber... Hä? Wie ist denn der da unten hingekommen? Kollege, wie bist du da runtergekommen? So, wer bist du denn hier oben nochmal? Komm her, Kollege. Bam, gebemsi, lemsi. Ja, das war's auch schon wieder für den Kollegen hier. So. Sehr gut. Und doch hier. Hep, wo komme ich denn hier rein? Hier. Gut. Hier ist die letzte Kiste. Die plündern wir auch noch. Ein Schild. Okay, sehr schön. Wir haben die Festung hier abgeschlossen. Ja, sehr gut. Okay, Leute. Dann gucken wir mal. Ich sehe gerade Ausrüstung. Haben wir hier irgendwas? Ach, hier können wir nochmal upgraden. Erhöht den Fernkampfschaden. Ja, das machen wir. So, sehr schön. Das hier möchte ich auch noch irgendwann komplett upgraden. Okay, da brauchen wir das Zeug vom Alligator. Und hier brauchen wir... Leichtes Leder, oder wie das heißt? Ich weiß es gerade gar nicht genau. So. Dann zerlegen wir mal hier ein bisschen was. So. Raubtierbogen. Den wollte ich ja mal testen. Den Raubtierbogen. Ich glaube, das war ja der Fall, den man so... Ja, den man so steuern kann dann. Hey, was? Hallo, Kollege. Okay, nicht? Ah, ne, ich glaube, dafür muss ich eine Fähigkeit mir erst noch holen. Stimmt. Aber der Bogen sieht schon ganz cool aus, so mit dieser bisschen Ego-Perspektive. Das hat so ein bisschen was. Wow, das zieht er ja automatisch auf den Behälter. Was? So, Kollege, komm her. Hey, was? Zack. Ey. Mach dein Schild weg, bitte. Mach dein Schild weg. Sehr schön. Danke. Geht doch. Geht doch. Warum denn einfach nicht gleich so? So. Gibt's hier noch was zum Plündern? Ich glaube nicht, ne. Gut. Wir haben die Feste hier abgeschlossen. Da würde ich sagen, Leute, war es das hier an dieser Stelle schon wieder mit dem Video. Ja, Leute, wem das Video gefallen hat, der kann jetzt sehr gerne, wie immer, eine Bewertung sehr gerne da lassen. Ja, schreibt mir auch gerne einen Kommentar, empfehlt mich weiter und ja Leute, haut rein und ciao!